Hallo, liebes Publikum. Wir sind hier auf der Bühne der Deutschen Oper. Ich grüße Sie recht herzlich. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sommer, haben sich in der Natur und in der Sonne etwas ablenken können von der Situation des Virus. So ging es uns, den Mitarbeitern der Deutschen Oper, auch. Wir sind jetzt wieder natürlich immer noch reduziert wieder da. Der Sommer war gut für uns alle, obwohl es natürlich schon, auch gerade wenn man die Festivals anschaut, gut, es gab ein Festival in Salzburg, aber sonst waren die Festivals alle zu, kein Bayreuth. Und auch jetzt hier an der Deutschen Oper können wir unseren Spielplan, wie wir ihn ursprünglich angekündigt haben, natürlich in der Form nicht machen. Wir wollten Gioconda machen, wir wollten Figaro machen, Aida, Nabucco. Das geht in der Form jetzt momentan mit den Abstandsregeln nicht. Sehr gespannt bin ich dann auf den September, weil dann laden wir Sie wieder ein, hier in unseren Zuschauerraum zu kommen. Wir dürfen natürlich nicht die 1856 Plätze besetzen, sondern nur 400. Aber darauf freuen wir uns schon, weil es ist zumindest ein Schritt in die Richtung, dass hier an der Deutschen Oper wieder Oper gemacht wird. Was uns natürlich auch fehlt, sind Sie, unser Publikum. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem aus der Marketingabteilung, arbeiten an einem Sicherheits- und Hygienekonzept, damit Sie hier sich sicher fühlen können in der Deutschen Oper. Ja, was gibt es im September? Was verbirgt sich hinter dem Titel Baby Doll? Das ist Beethovens 7. Sinfonie, die unser Orchester hier im Abstand spielen wird. Dirigiert wird es von Donald Ranicles. Es ist ein Projekt einer jungen französischen Film- und Theater- und Opernregisseurin Marie-Yves Signerolle, die das bereits für Paris entwickelt hat, aber da kam es nicht dazu. Die Uraufführung wird hier stattfinden. Der humanitäre Beethoven zum Beethovenjahr wird kontrastiert mit einer der größten humanitären Katastrophen des 21. Jahrhunderts, nämlich unser Flüchtlingsthema. Ja, dann hatten wir für die erwähnten Produktionen Aida etc. ganz tolle Sänger engagiert, unter anderem Zoya Hernandez, Joseph Kalea, Jorge Leon und so weiter. Und wir wollten die nicht einfach so von dann ziehen lassen. Und so haben wir noch zwei weitere Programme, nämlich eine Verdi-Gala im September und Ausschnitte aus Gioconda und Aida. Also ich freue mich sehr, Sie, liebes Publikum, wieder hier in der Deutschen Oper dann im September begrüßen zu dürfen. Und das ist zumindest ein erster Schritt in Richtung die Oper lebt. Und Kartenverkauf beginnt am 17. August, also diesen Montag. Ihnen alles Gute und auf ganz bald!